Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne. Ich habe jetzt schon zu vielen Anträgen der Linken gesprochen, aber der jetzige gehört schon zu den tollsten. Kaum ein Antrag vorher offenbarte so abseitige Ideen, kaum ein anderer vorher war so realitätsfern und kaum ein anderer vorher war so nah an der Planwirtschaft wie der jetzt vorliegende. Ich greife mir mal ein paar Highlights heraus, die Sie noch gar nicht erwähnt haben. Zunächst aber etwas, was auch die Kollegen schon angesprochen haben. Sie beklagen die soziale Lage der Filmschaffenden und verlangen, dass Produktionsfirmen die Tarif- oder Mindestlöhne nicht ausbezahlen, für 3 Jahre von der Filmförderung ausgeschlossen werden. Jetzt ist es richtig, dass es im Bereich der sozialen Absicherung von Filmschaffenden noch offene Baustellen gibt. Das wurde bereits erwähnt. Wir haben aber auch schon einiges getan, zum Beispiel mit der Stabilisierung der Künstlersozialversicherung. Aber dass die Beschäftigten in der Filmbranche den Mindestlohn bekommen, das ist sicher nicht Sache des Filmförderungsgesetzes. Den Mindestlohn kontrolliert bei uns der Zoll. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, entsprechend zu dokumentieren. Und wer sich an nichts hält, dem drohen horrende Strafzahlungen. Das ist geregelt. Das ist sicher nicht Sache des Filmfördergesetzes. Abenteuerlich ist leider auch Ihre Idee, alle 25 Kilometer ein Kino zu platzieren. Wie soll das denn funktionieren? Schon jetzt kämpfen kleinere Kinos auch in den Städten ums Überleben. Denen wollen Sie jetzt noch ein bisschen Konkurrenz verpassen, indem Sie alle 25 Kilometer ein neues Kino hinstellen. Die Betreiber haben dann bei jeder Vorstellung komplett freie Platzwahl, weil sie ganz allein sein werden. Das ist Ihnen vermutlich egal. Das ist im Übrigen reine Planwirtschaft. Aber solange das der Staat zahlt, geht's, und dann ist er irgendwann pleite. Aber das hatten wir alles schon, und das brauchen wir tatsächlich nicht mehr, Herr Kollege. Aber Sie haben sich natürlich auch darüber Gedanken gemacht, wie Sie die Kinos, die Sie alle 25 Kilometer haben wollen, auch wirklich füllen. Und dafür müssen dann die Kleinen ran. Alle 4- bis 16-Jährigen sollen zweimal im Jahr ins Kino gehen, schulisch oder außerschulisch organisiert. Aber nun gibt es leider überhaupt keinen Grund, die Kinder nur zum Kino zu verpflichten. Mit der gleichen Berechtigung müsste man sie auch zweimal im Jahr zum Tanz schicken, zum Theater, in eine Skulpturenausstellung, in eine Fotoausstellung, in eine Gemäldeausstellung, zu einer Lesung und zu einem Bibliotheksbesuch. Dann sind die Kleinen gut unterwegs, in der Tat. Aber ich kann Ihnen sagen, auch Kinder und Jugendliche dürfen in unserem Land anschauen, lesen, anhören, was sie wollen und wie oft sie wollen. Und das ist Teil der Freiheit des Einzelnen in unserem Land. Fast die Krone Ihres Antrags ist das Thema Gendergerechtigkeit. Das nannte man früher die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Sie jetzt in der Tat neu erfinden. Sie wollen Filme, bei denen Frauen in Regie, Drehbuch oder Produktion verantwortlich sind, mit doppelten Referenzmitteln ausstatten. Wie kommen Sie denn auf sowas? Genauso gut könnten Sie Architektinnen doppeltes Honorar ausbezahlen oder für das Klopapier, das von einer Firma geliefert wird, deren Chefin eine Frau ist, das Doppelte hinlegen. Das ist kurz und gut gesagt ein absoluter Verstoß gegen jedes Antidiskriminierungsgesetz. Das geht überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie Sie auf sowas kommen sollten. Sie wollen die Mitarbeiter der Filmförderanstalten zu Change-Seminaren schicken. Das wissen viele noch nicht mal, was das ist, vermutlich. In Change-Seminaren muss man seine Rollenbilder und seine Stereotype hinterfragen. Sozusagen kleine geistige Umerziehungsmaßnahmen, aber auch danke, auch das brauchen wir in der Tat nicht. Aber fast das Allerbeste, Sie verlangen spezielle Einreichungstermine nur für Frauen. Aus irgendeinem Grund unterstellen Sie Frauen, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Drehbücher rechtzeitig abzugeben. Mein Gott, was haben Sie für ein Frauenbild? Zum Schluss Ihr Vorschlag, es müssten Filme über bisher vernachlässigte gesellschaftliche Minderheitengruppen besser unterstützt werden. Ganz getreu dem Motto, gedreht wird, was das Publikum sehen soll und nicht, was das Publikum sehen will. Wissen Sie, auch hier ist es so, die Kunst ist frei. Niemand muss sich von der Politik vorschreiben lassen, welchen Filmstoff er sich vornimmt, damit er Fördergelder bekommt. Der Schwarz-Weiß-Kurzfilm eines Transgender-Regisseurs ist eben tatsächlich nicht mehr wert als die Komödie eines männlichen Drehbuchschreibers, der daheim mit Frau und Kindern lebt. Das ist die Freiheit, die wir in unserem Land genießen und die wir mit Sicherheit gegen all Ihre Bevormundungsfantasien verteidigen werden. Aber für Sie zum Trost, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, der Schuh des Manitou ist ja einer der meistgesehenen deutschen Filme. Fast 12 Millionen Bundesbürger wollten
die Geschichte des schwulen Cowboy-Indianer-Pärchens sehen. Das ist ja in der Tat auch eine bisher vernachlässigte gesellschaftliche Minderheitengruppe. So schlecht ist das Publikum ja gar nicht, wie Sie sehen. Und was Ihren Antrag angeht, ich finde, der gehört eindeutig ins Genre der Unterhaltung. Man könnte glatt sagen, eine echte Gag-Kanone, leider nicht förderfähig. Herzlichen Dank. Letzte Rednerin in der Aussprache ist die Abgeordnete Hildrud Lotze, SPD-Fraktion.